Einen wunderschönen guten Morgen aus Luca und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ihr seht, man steht nicht immer super idyllisch in der Natur, aber das ist einfach praktisch hier. Da ist die Altstadt von Luca und wenn man sich so eine Altstadt anschauen will, dann muss man natürlich auch mal mit einem schlechteren Platz Vorzug nehmen. Aber ich frühstücke jetzt nur, mache mich fertig und dann geht es weiter. Mein Plan ist Richtung Volterra, aber ich will nicht so viel von den Plänen erzählen. Meistens ändern sie sich. Und eigentlich wollte ich endlich mal ans Meer. Ich bin jetzt schon so weit gefahren und habe das Meer noch nicht gesehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mitkommt. Dann los geht's! Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten. Und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Gleich in San Gimignano. Die Empfehlung habe ich von Carlo Kemp bekommen und da will ich mir die Stadt anschauen. Die soll wunderschön sein. Werner ist geparkt und jetzt mache ich San Gimignano unsicher. Einmal für die Realität, das ist die Völkerwanderung. So, auf dem ersten Blick erinnert mich die Stadt ein bisschen an Dubrovnik. Eine Schokoladenmanufaktur. Lecker. Also ein bisschen fühle ich mich hier wie in der Provence, auch mit dem Umfeld hier drumherum, die Landschaft. Letztes Jahr bin ich ja durch die Provence gefahren und da habe ich die schönsten Dörfer Frankreich besucht. Video könnt ihr euch hier oben mal anschauen. Da gibt es mehrere. Und ja, das ähnelt dem Ganzen hier auch ein bisschen. Die Leute müsst ihr euch halt wegdenken. San Gimignano ist eine italienische Hügelstadt, hier so ein bisschen südwestlich von Florenz. Und die Stadtmauern, die die Stadt umgeben, sind aus dem 13. Jahrhundert. Ich stehe jetzt hier auf dem Piazza della Cisterna. Das ist so ein dreieckiger Platz und die ganzen Häuser sind aus dem Mittelalter. Und die Skyline wird eigentlich geprägt von diesen ganzen Türmen hier, also von ganz weitem sieht man schon die Türme der Stadt. Hier kann man sogar das Klo mit Karte bezahlen. So, jetzt erstmal stärken. Auf dem Parkplatz in Luca habe ich nicht wirklich gefrühstückt. 3,50 Euro kostet das große Stück Pizza. Würdet ihr euch hier anstellen? Da gibt es Eis. Aua, habe mich gerade gewundert, was das soll. Seht ihr den richtig fetten Riss da? Die ganze Ecke ist da schon rausgekommen. Hier sieht man es noch besser. Abgebröselt. Jetzt bin ich in Volterra, habe mir gerade ein Parkticket gekauft und ab geht's in die Stadt. Bis halb vier habe ich Zeit, wieder herzukommen. Sind 2,5 Stunden, muss reichen. Da steht Werner. Hier ist es ein bisschen windig, das ist so angenehm. Denn es sind hier gerade so 36 Grad im Schatten.
und ich stapfe hier berghoch. Hier sieht man es schon, Volterra ist eine vollbefestigte Stadt. Volterra liegt südwestlich von Florenz. Wo ich hier den Briefkasten sehe, ich war im Februar in Rom und habe meiner Familie eine Ansichtskarte geschrieben und in Rom abgeschickt. Die ist tatsächlich vor 2 Wochen angekommen. Achso, ja, und 2 Wochen sind Mitte Juli. Von dem Glockenturm hast du einen einzigartigen Panoramablick über die Umgebung. Ich bin jetzt auf dem Palazzo dei Priori und hier ist auch der Glockenturm. Wo ist er hin? Da. Für den einen oder anderen interessant, hier am Palazzo dei Priori gibt es eine Touristeninformation und hier kann man diverse Sachen buchen. Auch Ausflüge in die Region und an die Küste. Wir haben alle ein Eis in der Hand. Ich muss erst mal eine Eisladen finden. Wo haben die das denn her? Ich hab's immer da, wo viele Menschen sind. Happy Me! Zurück. Übrigens ein schöner Übernachtungsparkplatz hier bei Volterra. Wer mal den genauen Standort wissen will, kann mir gern schreiben. Ah, hier sieht man so schön von oben meine Solaranlage. Bin schon gespannt, wie viel Watt sie gerade generiert. Jetzt wird spannend. Wie viel Grad sind jetzt im Auto? Hier 121 Watt. Ich bin angekommen. Hier will ich wahrscheinlich 2 Nächte bleiben, weil ich habe ein bisschen Content aufzuarbeiten. Aber jetzt gehe ich erstmal an den Strand. Und das ist Elba. Ich habe nochmal umgeparkt, da bin ich, weil da war erstens kein Internetempfang und ich wollte ja einen Tag hier bleiben, um zu arbeiten. Und zweitens war es ein bisschen gruselig, denn links war ein Friedhof und rechts war irgendwas. Oh, was ist denn hier los? Das ist ja ein komischer Weg. Den schlägt mir hier Google Maps vor. Ja, und links war irgendwas mit... wie so ein Gefängnis oder irgend sowas mit Stacheldraht und so. Ah, ich sehe jetzt gerade den Strand. Da werde ich es mir mal morgen gemütlich machen. Und da ist nochmal Elba. Sehr schön. Richtig klares Wasser. Liebe ich. Ich war jetzt hier ein bisschen bummeln. Gefällt mir richtig gut der Ort. Kann man auch abends so ein bisschen noch spazieren gehen und durch die Geschäfte tigern. Und ist jedenfalls was los. Und der Platz, wo ich stehe, der ist echt in 10 Minuten zu erreichen. Also gefällt mir. Erstmal eine leckere Karotten-Ingwer-Suppe mit dem Würstchen, das ich noch hatte. Und ich hoffe,
hoffe, dass ich hier nachher den Sonnenuntergang filmen kann. Hab schon alles vorbereitet. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Kanal abonnieren und Glocke nicht vergessen.